keine Drogen. Nein, nein, nein. Ich bin von Natur aus so. Das ist eine Gabe. Moin ihr Keks und willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit dem Videospiele-Haul, der mich extrem geflasht hat. Ich hatte vor einiger Zeit, oder vor einer Woche knapp, ein Foto gepostet bei Instagram Stories. Wer es gesehen hat, hey, wer nicht gesehen hat, Pech gehabt. Da sieht man mich mit einer Krone auf. Ich habe kein Cappy gehabt, deswegen musste ich eine Krone machen. Auf dem Boden sitzen in einem sehr krassen Sammelzimmer von meinem guten Kumpel Thorsten, der seine Videospiele-Sammlung auflöst oder auflösen will oder in dem Sinne auch hat. Ich war ja da. Umringt von Spielen und Tralala und Konsolen und was nicht. Das war Game Chasing vom Feinsten. Wir haben natürlich, wir haben einen Deal gemacht. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, also ein paar Sachen rausgesucht, die ich sehr geil finde und auch haben wollen würde, die ich jetzt auch gekriegt habe. Nochmal vielen, vielen Dank, Thorsten, dafür. Das war echt klasse. Ich habe natürlich auch was dafür gegeben. Klar, aber das bleibt geheim. Psst. Es war echt spaßig. Es war richtig spaßig. Das war so eine riesengroße IKEA. Wir sind erstmal auf dem Dachboden drauf. Da haben wir alles runtergerödelt. Dann so eine riesengroße IKEA-Box war das mit tausenden PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Ich wusste gar nicht, wie viele SingStars es gibt. Mein Gott. Die Frau von Thorsten hat so viele SingStar-Spiele. Das, ich glaube, 18 oder 17, 19 Teile. Alleine von der PlayStation 2 haben wir gezählt, waren 16 Teile. Hoho! Hammer! Und ja, dann habe ich mich durchgewühlt. Also es war Konsolen, durch die Bank, alles. Ich habe natürlich nur die Konsolen genommen, die ich wirklich haben will, weil ich habe schon einiges an Konsolen. Ihr wisst, wenn ihr meine Nintendo Collection oder Nintendo-Sammlung gesehen habt oder die alte Roomtour, es gibt noch gar keine neue, dann wisst ihr, was ich an Konsolen habe. Mittlerweile sind circa nur 47 Konsolen, glaube ich. Hat er gerade nur gesagt. Jetzt kommen ein paar dazu. Ich glaube noch nicht, es geht los. Also, das ist random. Also einfach, ich greife rein, hole raus und... Ich muss dazu sagen, ich hole nur die Konsolen raus. Es gibt natürlich auch, die Kabel sind auch alle dabei, auch Controller und alles. Aber ich hole nur die Konsolen raus. So, für mich sehr wichtig ist das hier. Das ist das Sega Master System 2. Warum ist das wichtig? Ich habe es mal irgendwie bei Facebook gekauft von irgendeinem Vollidioten. Der guckt leider nicht zu, aber trotzdem, irgendein Arsch, Entschuldigung, aber das war echt nicht okay. Der hat das verpackt, der hat es in den Karton geschmissen, das war's. Und natürlich ist dadurch hier diese Klappe durchgebrochen. Komplett weggerissen. Fand ich nicht so geil. Und ja, deswegen habe ich gesagt, das will ich unbedingt haben. Und jetzt habe ich ein voll heiles Sega Master System 2. Leider nicht OVP, aber ey, hallo, immerhin. Dafür habe ich dann einen Sack OVP. Das finde ich sehr schön. Jetzt kommt erst, also wie gesagt, ist nicht nach Reihenfolge, ist einfach durcheinander. Dann habe ich mir dann das mitgegeben. Ja, ich weiß, das sind so periphere Peng-Pengs. Peng-Pengs nennt man das. Das ist für die Wii. Ich habe jetzt auch ein Spiel dabei, wo man das benutzen kann. Und ich finde das irgendwo auch mal witzig. So mit der Pistole dann oder einer Wii-Dings da zu Hängerschalle mit der Wii-Fernbedienung. Sieht ein bisschen bescheuerter aus. Das sieht schon ein bisschen geiler aus. Vielleicht mache ich noch schwarz. Aber finde ich mega. Also das hat auch ein geiles Design. Und du hast auch hier federgelagerte. Musst du ja, sonst geht das ja gar nicht. Auf jeden Fall eine Wumme. Eine Peng Peng. Ist übrigens von Brooklyn. Nein, gar nicht wahr. Von, wie hieß es mit V? Vides. Nicht Fedes, Vides. Komm, ich packe mich hier rein. Ein silberner Gamecube. Ich muss mal Staub putzen. Ein silberner Gamecube. Ich habe einen Gamecube, allerdings in schwarz. Ich wollte in Silber auch einen haben. Finde ich schön. Also wenn ihr noch andere Farben von Gamecubes habt, könnt ihr mir das gerne sagen. Ja, noch ein Gamecube, finde ich gut. A ist es Nintendo und B... Ich hatte die eigentlich früher, ich habe damit früher nie gespielt. Also ich hatte, eine Gamecube hatte ich nie. Ich habe dann natürlich, als ich ihn gekauft habe, dann gespielt. Aber es ist schon interessant damit zu spielen. Double Dash, Mario Kart Double Dash. Der alte Brotkasten, der Game Boy, er funktioniert auch, logisch. Da brauche ich nichts zu sagen. Ein alter Nintendo Game Boy. Wow, super. Freue ich mich. Ich freue mich über alles hier. 3DS Pokémon Y. Also Pokémon Y. Warum sage ich denn komplett dazu? Das ist doch Quatsch. Natürlich ist es komplett, sonst hätte ich es doch gar nicht. Also einmal 3DS Pokémon.
das Spiel, was ich meine, was ich sehr gut finde, was ich sehr cool finde, das ist das, ich kannte das nicht, dass es das überhaupt gibt für die Wii. Und zwar The House of the Dead 2 und 3 Return. Das kenne ich noch früher aus der Arcade-Zeit. Ja, ich habe früher wirklich Arcade gespielt, also Arcades gespielt. Das ist wie gesagt mit diesen Pistolen, wo ihr dann, wo Zombies auf euch zukommen, ihr mit der Lichtpistole, ping, 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 ping. Deswegen ja auch der Fernseher hier, da kann ich das auch gut drauf spielen. Ein paar Gameboy-Spiele, die mir noch gefehlt haben, bin ich der Meinung jedenfalls. Einmal Tiny Toons Bubs Big Break. Also nicht, also noch, funktioniert auch alles, ich habe ja ausprobiert mit dem. Dann, das kannte ich nicht, das habe ich noch nie gespielt, also jetzt schon, aber damals noch nicht, da noch nicht, bis zu dem Zeitpunkt. Adventure Island. Adventure Island 2, Aliens in Paradise. Kannte ich nicht. Der Typ sieht genauso bekloppt aus wie in den anderen Spielen. Mit seiner Windel. Finde ich cool. Und Solar Striker. Das habe ich früher auch gespielt. Solar Striker ist eigentlich ist so ein Shooter, so ein Rail-Shooter, wo ihr unten, wie Space Invaders, nur mit schwer. Oder schwerer. Die Feinde kommen halt von da und überall und immer sagen piu, 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 piu. Bin da nicht besonders gut drin, aber es macht Spaß. Dann, was ich eigentlich am coolsten finde, ist das jetzt. Ist total behämmert, aber das finde ich sehr geil. Das ist ein Gear-to-Gear-Cable, original verpackt. Also quasi ein Link-Kabel für den Game Gear, dass ihr zwei Game Gears zusammenschließen könnt und dann Columns gegeneinander spielen könnt. Und der Preis ist auch geil. Der Preis steht sogar noch drauf. 19,95 Mark. Mark. D-Mark. Deutsche Mark. 5 Meter Länge. Finde ich, also da habe ich mich richtig gefreut. Jetzt kommen die richtig guten dann. ich habe sie nicht. Also es geht ja dann darum, meine Sammlung zu vervollständigen und Dinge auch zu spielen. Und das finde ich mit mehreren Leuten richtig geil. Raving Rabbits 2. Und wenn wir schon mal dabei singen, sind Raving Rabbits 1. Also er hatte schon echt eine gute Bibliothek an Spielen. Da komme ich gleich zu, weil da kommen noch mehr. Pokémon X, das Gegenstück dazu. Das hier, das sind Schätze. Es ist unglaublich, ich wusste gar nicht, wie viele Gears of War, sag ich schon, Quatsch, wie viele Resident Evil Teile es gibt. Das ist ja der Hammer. Aber das hier ist der richtige Hammer, und zwar Resident Evil 1 für die PlayStation 1, Director's Cut, deutsche Version. Also ist hier auch wieder Cut, oder? Dann, nee, das kommt danach, Resident Evil 2 auch für die PlayStation 1. Und natürlich Resident Evil Nemesis, also Resident Evil 3 für die PlayStation 1. Alle komplett, alle im super Zustand, alle toll. Resident Evil Code Veronica. Er war Resident Evil Fan, habe ich schon erzählt. Also, Resident Evil Code Veronica. Resident Evil Outbreak. Resident Evil Outbreak File 2. Also zweiter Teil. Obscure. Der erste Teil. Dann Resident Evil. Der ist so leicht. Ja, alles drin. Resident Evil 4. Resident Evil. Resident Evil Dead Aim. Also Dead Aim klingt nach einem Rail-Shooter, also mit Pistole, mit Lightgun. Ich hoffe es. Es ist auf jeden Fall ein Lightgun abgebildet. Dann Virtual Evolution Virtual Fighter 4. Ich weiß, ich bin bei solchen Spielen nicht gut, also bei so Kampfspielen, aber ich mag's. Das habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil ich die Buzzer habe und das eigentlich witzig finde. Buzz Junior Jungle Party. Da kann man auch Spaß haben mit vier Leuten oder mit mehreren. Die anderen gucken zu und lachen sich tot. Buzz, das Mega-Quiz. Und Buzz, das große Quiz. Eigentlich müsste es noch einen Teil geben, das heißt Buzz, das Super-Quiz. ja. Jetzt haben sich noch ein paar Sachen hier eingeschlichen. Und zwar noch ein paar Flohmarkt-Sachen. Die habe ich dann an dem Tag danach, waren wir dann zusammen mit Thorsten, mit seiner Frau und waren wir zusammen auf dem Flohmarkt und noch ein paar Sachen gefunden. Jetzt dürft mich nicht verurteilen. Ich erkläre es euch gleich. Also, Player's Choice GameCube Nintendo FIFA 2003. Hey Chris, was soll denn das? Du magst doch keinen Fußball. Ja, ich spiele es sehr, 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 sehr selten. Ich glaube, in 10 Jahren habe ich 4-mal Fußball gespielt auf einer Konsole. Es ging mir eigentlich nur darum, um die Hülle.
die Hülle kann ich als Ersatzhülle gut benutzen. Und 50 Cent wollte der dafür haben. Nein, wollte er gar nicht. Er wollte 2 Euro haben. Ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich maximal 50 Cent ausgeben, weil ich brauche nur die Hülle. Er sagt, komm, nimm mit. Ich brauche nur für die Hülle. Das Spiel kann ich mal ausprobieren, ja, hu. Aber es ging mir nicht ums Spiel. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Das ist für die Wii Lego Indiana Jones. Das Spiel ist sehr speziell. Micha hat mich drauf gebracht. Also ein sehr guter Kumpel von mir aus Köln. Das Spiel war original verpackt. Ich habe es original verpackt gekauft für 4 Euro. Das habe ich natürlich aufgemacht, weil ich wissen wollte, ob es wirklich drin ist. Ist es. Das ist eines der wenigen Spiele, mit dem man die Wii cracken kann. Das macht natürlich niemand. Das darf man ja, ist ja auch illegal. Das macht auch keiner. Aber mit dem Spiel würde es theoretisch gehen. Deswegen sind die Preise da. Ich weiß noch ganz genau, ich wollte das Spiel damals haben, weil ich das spielen wollte, Indiana Jones Lego. Und die sind explodiert. Da musste man für das Spiel 70 Euro bezahlen. Na, hallo. Und habe ich gesehen, so, oh geil, das, endlich kann ich das haben. Und für den Preis habe ich es offenbar mitgenommen. Dann natürlich hier Standard Grand Theft Auto San Andreas. Dann noch Tekken 4. Und Tony Hawk's Underground 2. Auch für die PlayStation 2. Schmankerl von Thorsten. Ist wieder bei Thorsten. Das war kurz Flohmarkt, das ist Thorsten. Den Wii Controller. Den fand ich immer sehr interessant, weil ich auch gerne mit solchen Controllern spiele und nicht dieses. Gibt es ja auch Jump'n'Run Spiele. Deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Ich kann nicht oft genug sagen. Danke, Thorsten. Einmal für das Master System. Donald Duck, The Lucky Diner. The Lucky Dime Kepper. Das heißt wirklich so. Kepper. Nicht Keeper, Kepper. Dann noch ein paar Spielchen. Da stehen doch noch Namen drauf auf den Hüllen. Finde ich sehr witzig. Einmal für alle für den Gameboy. Das ist Montana's Movie Madness. Auch von den Tiny Toons. Montana's Movie Madness. Bam. Und 3 Spiele. Das sind Klassiker. Die sind sehr gut. Habe ich alle durchgespielt. Das ist kein Scherz. Ich habe die alle durchgespielt. Verrückt. Einmal Super Mario Land 2. Six Golden Coins. Klassisches Spiel. Also da sieht man mal, was der Gameboy alles kann. Klassiker natürlich auch. Meistens alles Klassiker. Warum sage ich das dazu? Kirby's Dream Land. Mega Spiel. Richtig geil. Und Zelda Link's Awakening. Das jetzt gerade neu aufgelegt wird für die Switch. Was auch sehr geil aussieht. Die Grafik. Habt ihr die Grafik gesehen von dem neuen Link's Awakening? Ist die nicht süß? Die ist total drückt. Die ist total klasse. Das darf ich auf jeden Fall holen. Mega geiles Teil. Ja, total super. Und das war's. Das ist quasi mein Videospiele-Haulen. Ich habe jetzt echt in der letzten Zeit so viel Videospiele dazu geholt. Und das Dumme ist auch immer zu Preisen, wo ich nicht Nein sagen kann. Das ist echt krass. Und ich will auch alle spielen. Das ist ja noch das Ding dabei. Welche neue Bude habe ich? Oh, das Zockerzimmer, das wird unbeschreiblich mega gut. Vielleicht leite ich euch dann ein. Könnt ihr mal vorbeikommen, zocken mal eine Runde. Oder 2 Tage. Am Stück. Also, das ist mein kleiner Haul. Ich pack's mal so zusammen, sieht ein bisschen weniger aus. So, das ist mein kleiner Haul von Videospielen. Und ich freue mich über jedes einzelne extrem, weil ich endlich meine Videospiele weiter vergrößern kann, meine Sammlung. Vielen Dank, Thorsten, dass du das möglich gemacht hast. Ich meine, dafür hast du auch extrem coole Sachen gekriegt. Ich bin eigentlich immer noch, im Nachhinein würde ich es eigentlich sagen, auch eigentlich würde ich das eigentlich Teil gerne behalten. Aber mache ich natürlich nicht. Vielen, vielen Dank. Was sagt ihr zu den Sachen? Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch die Resident Evil Teile bestimmt gut finden. Weil, so, kurz nochmal, kurz bevor jetzt hier sagen, das ist nur, weil es teuer ist. Nee, ich habe die Sachen mir wirklich nur ausgesucht, weil A, mir fehlen und B, ich Teile, die noch nicht gespielt habe. Das ist Fakt. Gut, jetzt könnt ihr sagen, was ist denn mit dem Zelda und mit dem Mario und mit dem Kirby? Das ist für jemand anders, genauso wie der Gameboy. Das ist schon als Set, geht schon weg, damit er spielen kann. Sie spielen kann. Ja. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Und natürlich, wenn ihr, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr Gamecube oder wenn ihr irgendwas habt, was ihr abgeben möchtet, oder mir eine Freude machen wollt, schreibt mir. Ich freue mich darüber extrem. Seht ihr ja, ich bin ja jetzt noch total auf Drogen. Nee, bin ich nicht. Keine Drogen. Nein, nein, nein. Ich bin von Natur aus so. Das ist eine Gabe.
Okay, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, limitiert ihr mehr sehen wollt, weil ich kann das ja nur machen, wenn ich auch was finde und auch Geld dafür habe. Oder Tauschmaterial, je nachdem. Dann schreibt in die Kommentare. Däumchen nach oben, ein Abo da lassen. Es ist super, wie viele Leute mittlerweile Abos da gelassen haben. Es steigt und steigt und steigt. Ich finde es klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, sage ich mal, entspannt. Tschüssikowski und stay nerdy.